Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2019, hier bei Heisenberg zockt. So, Frankreich, das war cool, da haben wir gewonnen. Und davor haben wir auch schon gewonnen. Ja, zwei Siege in Folge, jetzt haben wir Vertragsverhandlungen, ich bin da mal guter Dinge. Und als nächstes kommt Österreich und das ist tatsächlich, ja, die Strecke, die ich, ja, ich glaube, ich mag die am meisten. Zumindest habe ich das Gefühl, ich beherrsche die am besten. Oder sie ist am einfachsten, ich weiß es auch nicht. Also, ich fühle mich dort pudelwohl. Mal gucken, vielleicht reicht sogar zum dritten Sieg in Folge, aber ja, da muss natürlich alles stimmen. Da muss das Wetter passen, das Setting muss passen, meine Tagesform muss passen, alles muss passen. Aber erst geht es jetzt mal zum Vertrag und deswegen nehme ich euch natürlich noch mit. Allora, wir düsen rein. Wir sind Dritter im Gesamtklassement, das ist ordentlich dafür, dass wir eigentlich gar nicht Weltmeister werden wollen. Also was heißt nicht wollen? Wir streben es nicht an, wir haben andere Prioritäten eben. Spaß am Spiel, Spaß am Rennen. Zweikämpfe und so weiter. Das habe ich schon x-mal erklärt. Also, jetzt möchte ich den zweiten Platz loswerden. Hier. Nämlich, wir sehen es gleich. Da, erwartete Rennplatzierung. Das, ja, jetzt wollen sie sogar, dass wir Erster werden. Nein, das müssen wir ändern. Jetzt haben sie alles wieder umgestellt. Boxenstopp ist wieder weg. Okay, machen wir hier mal eine 4. Hier hätte ich gerne eine 3. Machen wir hier auch mal eine 4. Einfach zum Testen. Da können wir auf keine gehen, weil wir haben keine Upgrades mehr. Der Fehbaum ist durch. Gleichzeitige Entwicklung können wir auch lassen, aber hier hätte ich gerne noch die 30. Und dann schauen wir mal, was sie dazu meinen. 4-4, zweiter Fahrer. Das Team hat den Vertragsbedingungen zugestimmt. Okay. Alles, was jetzt noch fehlt, ist die Unterschrift, damit der Vertrag ab dem nächsten Rennen am Wochenende in Kraft treten kann. Weil wir können natürlich trotzdem gewinnen. Es ist ja nicht so, dass Ferrari uns rausschmeißt, wenn wir gewinnen, wenn wir nicht Vierter werden, sondern gewinnen. Sondern wir können uns erlauben, auch Dritter oder Vierter zu werden und Ferrari ist trotzdem zufrieden. Ja, ich bin zufrieden, wo wir es doch gerade von Zufriedenheit haben. Also, wir sehen uns entweder im Rennen wieder oder wenn irgendwas passiert im Qualify, dann werde ich dort kurz reinschalten. Bis gleich. So, das sind wir im Rennen. Ja, Rang 5 wurde im Qualify. Das kommt mir bekannt vor. Das hatten wir auch schon diese Saison. Ja, eigentlich alles gut gegangen, außer in einer Kurve. Die habe ich ein bisschen falsch angefahren und schwupps war der Kollege Leclerc vorbei. Der ist auf der Pole Position. Aber ich denke, das können wir richten. Also ich bin da immer noch guter Dinge, weil die Strecke ist einfach cool. Die Flügel haben wir auf 2-4. Ich weiß, 2 ist eher ein bisschen wenig vorn, aber ich habe es getestet, es funktioniert. Das Wetter. Sonnenschein pur. Da haben wir wieder mal Glück gehabt. Okay, dann gehen wir rein ins Rennen. Wir müssen nichts überstürzen, das wissen wir. Wir haben Zeit, 18 Runden. Also Herr Eisenberg, nicht wie ein Wilder. Bisschen Piano. Jetzt werden wir eh wieder durchgereicht. Ja, da kommt sie schon daher geschossen. Flügel, Flügel, Flügel. Alles in Ordnung, bestens. Gleich in den Windschatten rein hier von Herrn Vettel. Da komme ich sogar halbwegs vorbei. Aber ich muss natürlich hier wieder bremsen wegen der Kurve. Das ist immer relativ lästig. Geht aber allen gleich. Jetzt komme ich an Vettel vorbei. Hier haben wir später DRS. Und wir sind wieder auf der 5. Ja, dann haben wir uns den Platz wieder zurückgekämpft, den wir verloren haben. Oh, da haut der Herr Weber da vorne. Ne, das ist nicht Weber. Wer ist da zuvor? Da haut einer schon wieder kräftig ab. Der ist viel schneller wie der Rest des Feldes. Das ist genau die Kurve, die ich im Qualify schon nicht schön erwischt habe. Nicht, dass die jetzt abhauen. Ich bin immer noch guter Dinge, dass ich hier weit, weit vorne bin. Aber dafür muss ich natürlich entsprechend fahren. Und die sind schnell, man sieht. Es ist jetzt nicht so, dass wir da ohne Probleme hinterherkommen, beziehungsweise sogar rankommen. Da müssen wir später mit DRS arbeiten. Sonst wird das nicht klappen. Ich unterschätze immer ein bisschen die KI. Wenn wir die halt auf 82 haben, was wir wieder haben, dann fahren die halt nochmal einfach relativ schnell. Jetzt Windschatten. Jawohl, das funktioniert. Aber der ist im Windschatten sogar ein bisschen schneller. Entschuldigung, gibt's ja nicht. Muss ich hier noch diese Kurven dann zu Rate ziehen, von wegen, dass ich vielleicht überholen kann. Ja, ich bin ein bisschen erstaunt über das Tempo der KI, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, wir kommen hier einfacher ran, aber okay.
Das ist halt ein bisschen ein Kampf, dann ist es in Ordnung. Das ist ja das, was der Heise wollte. Wir hätten auch mit der KI runtergehen können. Dann hätte es keinen Kampf gegeben. Dann hätte ich hier gewonnen, so wie in den letzten Jahren. Aber das war tatsächlich nicht die Idee. Ich möchte ja den Kampf. So, Runde 2. Die Rennkommissare haben das DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. Ja, werde ich gerne nutzen, aber das nutzt natürlich Weber und das nutzen Weber und Leclerc ebenfalls. Ja, und ich muss aufpassen, man sieht, sie kommt dann hier in Vorderkurve wieder so nah ran, dass es gefährlich ist, dass ich da nicht hinten reinknalle wegen den Flügeln natürlich. Und ich denke, ihr merkt, ich bremse immer wesentlich früher als die, aus dem gleichen Grund. Rechne mit Leistungsverlust. Echt jetzt? Da war aber nichts gelb. Oh, das war alles schön grün. Oh, nicht angeschlagen sein, lieber Motor, ich brauch dich. Ja, irgendwie die Kurve, die ist tatsächlich... Also, anfreunden tue ich mich mit der, glaube ich, nicht mehr. Mit der davor, nicht mit der hier, die ist okay soweit. Okay, nach hinten haben wir Platz, aber ich möchte natürlich nicht Fünfter werden. Nicht hier in Österreich. Es kommen wieder noch Rennen, wo ich dann dankbar wäre, wenn ich Fünfter bin. Aber ERS können wir stehen lassen, das ist okay, aber ist natürlich schlecht jetzt, wenn Jeff sagt, dass was mit dem Motor ist. Weil wie gesagt, da war überhaupt nichts irgendwie, auch nur gelblich, da war alles komplett okay. Ja, und der vorne, der zieht davon. Also das dürfte schwierig werden, hier Erster zu werden. Aber ich wäre schon mal dankbar, wenn wir jetzt hier vielleicht an Weber vorbeikämen irgendwann. Und das sieht auch nicht so aus, weil der zieht immer wieder gleich davon. Ja, jetzt habe ich es immer besser erwischt. Man sieht es auch. Ich komme gleich ein bisschen ran. Muss hier aber wieder bremsen. Und kriege hier wieder DRS. Aber Weber auch. Das ist das Blöde. So komme ich da nicht wirklich ran. Oh doch, jetzt. Ja, jetzt hat man aber gesehen. Doch, doch, ich komme eigentlich ran. Oh, lass mich zurück auf die Piste. Dankeschön. Hey, schön. Jetzt haben wir die ersten zwei Kämpfe. Genau das wollte ich. Aber Weber ist unser Kumpel. Ich möchte ihn natürlich jetzt hier nicht irgendwie raus. Katapultieren, das muss nicht sein. Ich stehe fast. Ups. Ah, ja, ein harter Fight mit unserem Kollegen hier. Später bremsen ist nicht. Eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Test angekommen, bestätige. Ja, genau. Deswegen gucke ich da nie rein. Jetzt hat es mich hier schon wieder rausgetragen, weil ich dort in das Menü geguckt habe. Es ist eigentlich egal mit den Reifen, das machen wir selber. Im Moment müssen sie ja noch okay sein. Runde 5. Oh, wobei Runde 5 ist dann doch auch schon Runde 5. Stelle ich entsetzt fest. Ja, die Curbs habe ich zu wild genommen. Ja, ist okay, da müssen wir noch nichts machen, aber jetzt guck mal, die hauen hier ab. Also, schneller fahren, Herr Eisenberg. Okay, du bist pro Runde ein paar Zehntel langsamer als der Wagen vor dir. Er zieht davon. Ich weiß. Nein, er zieht nicht davon. Ich hol den schon wieder. Zuversicht nennt man das. So, wenn ich hier irgendwie anders reinstechen könnte, kann ich aber nicht. Ich berühre leider schon wieder Weber. Und jetzt bin ich hier im Sandwich. Weber geht an Leclerc vorbei. Oh, ich muss bremsen. zu viel Nähe ist nicht gut. Boah, hier im Quintett sind wir unterwegs. Ich lasse immer ein bisschen Raum. Ich würde lieber profitieren davon, dass dann irgendwie hier mal, keine Ahnung, einer sich durchsetzt und wir dann DRS haben, im Gegensatz zu dem vor uns. Wisst ihr, wie ich meine? Aber wir sind definitiv wieder rangekommen. Also so viel zum Thema, die ziehen uns davon, Jeff. Nee, wir wehren uns schon. Keine Angst. So, kriegen wir jetzt den Weber? Jetzt kriegen wir den Weber. Das funktioniert. Aber da kommt er schon wieder. Ja, ich habe ihn trotzdem. Sauber, wir sind auf der 4. Und Leclerc hat sich den Platz auch wieder zurückerobert. Sehr gut. Dankeschön.
So, das ist ja wirklich eine relativ langsame Stelle, muss ich sagen. Ich erschrecke jedes Mal fast ein bisschen, von wegen, ob das so okay ist, aber die anderen sind dort auch nicht schneller und es geht auch nicht anders. Es ist halt immer noch so, ich kann nicht schnell fahren, ich muss extrem aufpassen, was die vor mir machen. Okay, alles klar. Also mit schnell fahren meine ich, dass ich halt wirklich eben volle Pulle irgendwo rein kann. Ich muss immer viel früher bremsen, wie normalerweise. Ist aber in Ordnung, solange wir hier dranbleiben, weil jetzt sollten wir, je nachdem, müsste es möglich sein, vielleicht Leclerc zu holen mit dem DRS. Aber nicht, wenn ich die Kurve so schlecht erwische. Ja, da haben wir wieder Platz. Also Weber ist weit zurückgefallen, wir sind also doch relativ schnell unterwegs. Doppel-DRS-Zone sozusagen. Jawohl, ich komme ran, sehr gut. Ja, den haben wir auch. Sauber. Gelbe Flagge. Aber nicht wegen uns. Nein, Leclerc ist noch auf der Piste. Kollege Verstappen wurde gar ein bisschen langsamer, als er die gelbe Flagge gesehen hat. Und vorne ist halt einer, der ist halt auf und davon. Wow. Der kann natürlich auch frei fahren. Der ist nicht, wie soll ich sagen, in der Gefahrenzone, dass einer vor ihm blöd bremst und der dem hinten reinkachelt. Und der kann wirklich wie ein Qualify fahren, der Vorderste. Aber ich denke, Leclerc müssen wir auch holen. Ist eine Frage der Zeit. 10 Runden haben wir noch. DRS. Und er hat keins. Ja. Muss aber natürlich hier wieder auf die Bremse. Kommen wir wieder außenrum vorbei. Kriegen nochmal DRS. Norris ist das. Lando Norris, der alte Twitch-Streamer. Den habe ich gerade gestern noch gesehen. Also auf Twitch natürlich, nicht privat, um Gottes Willen. Das wäre es noch. So, mal gucken. Kommen wir dem noch hinterher? Es reicht nicht für DRS. Ich muss hier mal kontrollieren. Unser ERS, das hält wohl das ganze Rennen. Sehr gut. Weil die Karre ist halt wirklich komplett voll durchentwickelt. Wir haben jetzt 2600 Fee-Punkte und ich kann mit denen nichts mehr machen. Gar nichts mehr. Ist alles wirklich gemacht. So, jetzt aber nicht labern, Herr Heisenberg. Gucken Sie, dass sie hier an Lando Norris rankommen. 2,7 sind sie im Moment. Okay, mal gucken, ob wir das runterkriegen. Das wäre die Idee. Aber jetzt kann ich auch besser fahren. Jetzt kann ich auch später bremsen. Haben wir schon ein bisschen was dazu verdient, sozusagen? Na, 2,7 waren es 13. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Okay, 13 haben wir schon mal aufgeholt. Ja, das kann ich alles lassen, wie es ist. Jetzt weiß ich gar nicht, was wir abgemacht haben wegen der Box. Ist aber wie gesagt auch egal. Ich gucke lieber mal schnell. Ja, ein bis zwei Runden können wir noch. Definitiv. Wobei, vielleicht wäre es besser, mit den Gelben, mit den Frischen dann wieder hier zu verfolgen, sozusagen. Weil die Roten haben wir jetzt 10 Runden lang und nachher die Gelben noch 6, 7. Das ist irgendwie auch komisch. Ich guck mal, wie nah wir hier rankommen. Eine mache ich noch und danach gehe ich an die Box. Vielleicht geht er jetzt schon an die Box. Das ist natürlich möglich. Dann hätten wir nochmal die Möglichkeit, eine schnelle Runde zu fahren. Aber denkst du, der geht nicht an die Box? Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Dankeschön. Jetzt habe ich gar nicht auf die Zeit geguckt, aber ich sehe es eigentlich schon vom Visuellen her. Vom Visuellen her sehe ich es genau. Dass ich akustisch hinten dran bin. Nein, Blödsinn. Aber man sieht ja, wer kommt tatsächlich ran. Jetzt aber hier ein großes Risiko einzugehen, erscheint mir nicht als clever, wenn wir sowieso an die Box müssen. War nicht gut die Kurve, ist mir klar. Ja, ja, wir kommen definitiv ran. Also das ist keine optische Täuschung, das werden die Zahlen wahrscheinlich belegen in Kürze. Jawohl, nur noch eine Sekunde. Das heißt, wir würden schon DRS bekommen. Aber eben, jetzt gehen wir an die Box.
Wo ist sie denn, die Box? Hallo? Warum wurde mir die Box nicht gezeigt? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Käse? Ja, aber ich hab doch auch. Also, was soll das denn? Na ja, gut, dann jagen wir den. Aber das verstehe ich jetzt tatsächlich nicht. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt offen für dich. Nein, jetzt verliere ich ihn wieder vor lauter. Aber warum? Er hat doch geheißen, ich kann reinkommen. Und dann wird das nicht angezeigt und dann kommt der andere rein. Was ist das denn Blödes? Na ja, gut, die Reifen, das können wir noch überleben, aber... Die Box ist zurzeit belegt. Bleib auf der Strecke. So, ich könnte ihn natürlich besser verfolgen, aber er hat auch noch... Die haben alle noch rote Reifen. Und Leclerc wird ja die Box dann verlassen haben, nehme ich an, wenn wir wieder dort sind. Ich mach doppelt das Ganze. Okay, da muss man anders einfädeln. Aha, okay. Er geht immer noch nicht rein. Er fährt immer noch, okay. So, gehen wir hier mal runter. Benzin ist auch immer noch okay. Eigentlich müsste ich das gar nicht. Jetzt habe ich es raus. Unser ERS ist fit. So, je nachdem, ja mal gucken, wenn Perez dann an die Box geht. Jo, ist mir klar. Ja, das ist ein Release, wie man aus der Box kommt. Das ist vernünftig, da wird man nicht gleich in eine Kurve reingeballert, sauber. So, Kollege Hülkenberg. Der gibt uns noch ein bisschen DRS. Jetzt weiß ich auch wieder, wo die Knöpfe sind. Oh, lalalala, nicht so... Oh, nicht so Käse, Mann, Herr Eisenberg. Ja, da käme ich jetzt schon vorbei, aber das ist mir zu riskant, weil auch Hülkenberg geht noch an die Box, da muss ich kein Risiko eingehen. Je nachdem geht er jetzt an die Box. Ja, ich wäre bedeutend schneller als er, das sieht man. Aber es ist mir halt zu risikoreich. Ne, der geht nicht an die Box. Da muss ich ihn. Da muss ich ihn doch noch erwischen. Komische Kurve war das. Entschuldigung. Oh, das war mein Flügel. Wir haben uns den Schaden angesehen und denken, dass du weiterfahren kannst. Ja, aber das war definitiv. Zeit, aber das Rennen ist ja fast vorbei. Das war nicht clever. Wenn ich schon sage, ich muss kein Risiko eingehen, aber jetzt war mir gerade irgendwie nach Überholen. Ich hatte das Gefühl, der bremst mich dermaßen, der Kollege. So, Norris mit weißen Reifen vor uns auf der 1. Und Hülkenberg hinten können wir streichen. Der hat rote Reifen, der muss noch an die Box. Aber wir müssen jetzt halt Norris jagen. Und eigentlich haben wir mit den gelben Reifen einen kleinen Vorteil. Dafür haben wir natürlich den Flügel kaputt. Das ist dann wieder eher ein Nachteil, das ist klar. Ja, was mit DRS, ich bin zuversichtlich. Selbst mit diesem kaputten Flügel. Ich sehe, ich komme ran. Und zwar relativ gut. So, jetzt zack, DRS. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Ja, doch, das reicht. Ich würde sagen, das müsste reichen. Ja. Fast ein bisschen ins Rutschen gekommen. Oh, guck mal, jetzt sind wir tatsächlich wieder auf der 1. Das ist ja wunderbar. Zum dritten Mal in Folge. Das Rennen ist natürlich noch nicht fertig. Es sind noch 3 Runden. Aber wenn wir jetzt nichts verdatteln, dann haben wir tatsächlich 3 Siege in Folge. Ja, DRS gibt es nicht mehr. Der fällt aber auch schon wieder massiv zurück. Ich muss trotzdem sagen, ich habe den Grand Prix dahingehend unterschätzt. Ich habe mir mal ein Momentchen noch überlegt, ob ich nicht vielleicht doch mit der KI statt auf 82 auf 86 gehen soll. Das wäre ganz eng geworden. Und wir haben ja gesagt, oder ich habe gesagt, wir machen daran jetzt nichts mehr, wir ändern nichts mehr, wir fahren mit dieser KI 82 alle Rennen zu Ende, so wie sie jetzt sind. Zum Glück habe ich es gelassen. Weil, ja, man hat es gesehen, also so wahnsinnig überlegen sind wir dann doch nicht gewesen. Wir waren zwar wirklich schneller, aber das muss eigentlich, wie soll ich sagen, das müsste eigentlich auch zu erwarten sein. Mit so einem Auto, das wirklich dermaßen entwickelt ist, da muss man einfach fast schneller sein. Okay, wir können ein wenig schon eine Sekunde.
Ja, macht nichts. Dass wir ab sofort einen Leistungsverlust bemerken werden. Ja, ja, wir sind eh zuvorderst. Wir nehmen das mal zur Kenntnis. Ich mache jetzt aber nichts am Benzin und ERS. Ganz einfach, weil wir nichts machen müssen. Wir lassen das mal so laufen, wie wir es haben. 1,5 Sekunden ist Norris bereits zurück. Also man sieht schon, wie viel schneller wir sind. Das ist schon krass. Und jetzt bin ich gespannt, wo wir landen im Gesamtklassement. Also mit 3 Siegen in Folge müsste man ja dann doch. Und Herr Weber ist hier nicht zu sehen unter den ersten 3. Ja, mal gucken. Aber noch ist noch nicht Zeit, über die Tabelle nachzudenken. Noch ist Zeit, hier schön meine friedlichen Runden zu drehen. Ja, jetzt habe ich sie ziemlich schön erwischt. Da kann man dermaßen cool über die Curbs rüber. Das ist enorm, was das natürlich Zeit spart. Und das habe ich ganz früher. Habe ich früher nie gemacht, als ich angefangen habe mit dem Spiel. Da habe ich mich kaum getraut, die Curbs zu berühren, weil wenn ich die Curbs jeweils berührt habe, dann habe ich darauf noch beschleunigt und das hat zur Folge, dass man in der Regel halt einen Dreher hat. Jetzt weiß ich immerhin so viel, dass man kann die Curbs eigentlich fast alle nutzen. Nicht alle, aber fast alle. Man darf aber nicht beschleunigen drauf oder bremsen. Einfach, man darf gar nichts. Im Prinzip darf man darauf nur rollen. Sanft rollen. Und dann überlebt man in der Regel fast jedes Curb-Teil. Ich sag wirklich ganz bewusst fast, weil es gibt solche, die kann man nicht. Geht nicht, auch nicht mit Rollen. Da ist man weg. Ich weiß jetzt nicht, auf welcher Strecke das ist, aber ich habe die Kurve sogar vor Augen. Wo man die Curbs innen, die sind dann innen, so wie die hier rechts, die darf man nicht berühren. Wenn man die berührt, man hat gleich den Dreher. Das war wieder zu heftig über die Curbs, nicht schön erwischt, macht aber auch nichts. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Gehen wir ja doch mal noch auf Standard, einfach mal, was uns leisten können. Ja, Reifen wie neu, die können wir weiterverkaufen nachher. So, ich gehe auch mit der RS jetzt mal ein bisschen runter. Jetzt haben wir doch ein bisschen was gebraucht und ich möchte das Teil irgendwie nicht kaputt kriegen. Ich muss aber gucken für den nächsten Grand Prix. Ich weiß nicht, wo es hingeht, aber wenn jetzt am Motor schon was ein bisschen war, so wie Jeff gesagt hat, dann müssen wir tatsächlich gucken, dass wir dort natürlich noch was wechseln und das mache ich natürlich auch. So, von uns wurde erwartet, dass wir Vierter werden, glaube ich, laut Vertrag. Wir sind Erster, das müsste eigentlich Ferrari ziemlich freuen, denke ich mir mal. Leclerc auf der 3, das ist also auch nicht ohne. 2 Ferrari auf dem Treppchen. Ein Tag für Ferrari, da können wir auch unsere Führung in der Konstrukteurswertung noch ein bisschen ausbauen. Auch schön. So, ab ins Ziel. Auf Platz 1 zum dritten Mal in Folge. Das wird nicht so weitergehen, das kann ich euch versprechen, aber das genießen wir jetzt noch. Fantastisch, du hast den Grand Prix gewonnen. Ja, Hamburg. Sehr schön. Ich sage, Österreich ist einfach, das liegt mir irgendwie komischerweise. Bei der Siegerehrung sehen wir den roten Anzug, der den Fans auf der ganzen Welt bekannt ist. Ein Weltklasse-Sieg für ein Weltklasse-Team. Ferrari hat es wieder einmal geschafft. Ja, schönes Bild, immer wieder mit diesen beiden Ferraris. Sehr schön, gehen wir eins weiter und dann gucken nochmal. Nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die das Welt war ja der Lando Norris da mit dem, das ist ja der von Twitch. Weiter an der Spitze, aber seine Konkurrenten haben heute an Boden gewonnen. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Ich hatte heute sicherlich nichts auszusetzen an der Leistung von Kevin Magnussen, der ein wir sind auf der 2, ich rede jetzt einfach mal drüber. Ferrari baut den Moment. Abstand an der Spitze der Tabelle weiter aus. In der sehr schön. Zwischenzeit konnte Red Bull ein starkes Wochenende verzeichnen. Und guckt euch das mal an, wir sind nur noch 17 Punkte hinter Lukas Weber. Das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten cool. Sie mich und Stefan bald wieder. Ja, wir begleiten mehr dich. Formel 1 Action zurück sein werden. Tschüss. Ja, jetzt hat's geklappt. Okay, ja, 17 Punkte hinter Herrn Weber. Das heißt, wir spielen tatsächlich noch eine Rolle in Sachen Weltmeisterschaft. Hätte ich jetzt nicht gedacht mit dieser KI. Aber umso besser. Jetzt kommen aber auch wieder noch ein, zwei schwierige Rennen, wo ich nicht unbedingt gewinne, das sehe ich kommen, aber kann ja auch sein, dass Weber die auch nicht gewinnt. Vielleicht können wir tatsächlich noch ein Wörtchen mitreden um den WM-Titel. Wie gesagt, ist immer noch nicht das Ziel, wir sind amtierender Weltmeister.
Das passt. Ich möchte meinen Spaß haben und den hatte ich bis jetzt wirklich praktisch in jedem Rennen. Ganz einfach, weil sie viel intensiver waren als vorher, wo wir da teilweise halt alleine rumgefahren sind zuvorderst. Gut, wir gehen weiter, mal gucken. Eigentlich müsste die Dame noch kommen. Also müsste. Manchmal kommt sie, manchmal nicht. Jawohl, sie kommt. Wie denken Sie darüber? Ja, ein toller Tag halt. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt, nicht wahr? Okay, sie werden uns lieben bei Ferrari. Sie alle unterstützt mich, wa? Okay, Fairness erhöht. Klasse, das war Klasse. Alles. Ja, jetzt ist sie wieder zufrieden. Jetzt hat sie wieder Antworten bekommen. Das passt. So, gehen wir noch gucken. Zack, zack, zack. Was meint hier? Fantastischer Jawohl. Platz auf dem Podium. Gut gemacht. Und jetzt genauso weiter in der restlichen Saison. Die hat echt nur ihre Bücher im Kopf und Geld. Also das war nicht ein Platz auf dem Podium, das war ein Platz auf Platz 1. Sozusagen zu oberst auf dem Podium. Gut, liebe Freunde. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns im nächsten Rennen wieder. Ich weiß tatsächlich noch nicht, wo es hingeht. Werde ich aber gleich rausfinden. Das gucke ich meistens unmittelbar, nachdem ich hier beendet habe, schnell. Und ja, mal gucken. Vielleicht reicht es tatsächlich zum WM-Titel, zur Titelverteidigung, ohne dass wir das wollten. Wir werden es rausfinden. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.